Jetzt. Wir haben jemand hier, ist gerade gekommen. Offenbar hat es mit dem Flieger doch noch geklappt, Herr Bohlen, der sozusagen von Gorbatschow kommt. Nicht ganz direkt, aber Sie waren in Moskau und da war auch einiges los. Vielleicht mögen Sie ein bisschen erzählen von Ihren Erlebnissen dort. Ja, ich habe mit seiner Frau jetzt erstmal gesprochen, gestern und vorgestern. Und weil die ja zuständig ist für Kultur und so weiter, also auch für Musik. Reiser, ja. Hey, super. Und also das ging immerhin. Das sagt er so ganz nüchtern. Nein, also sie hat sich herabgelassen, also mit einem Popmusiker da mal zu sprechen, weil das ist wirklich, also das ist doch ein bisschen anderes Niveau da. Und, aber sie war eben auch sehr erstaunt. Also ich war 13 Tage in Russland und ich habe vor 400.000 Leuten da gespielt und wir hatten also vor 11 Stunden das letzte Konzert vor 40.000 Leuten. Was ist denn passiert, dass Sie Held der russischen Jugend geworden sind? Wie wird man das? Ja, das ist ziemlich einfach. Also man muss einfach, ich habe da am meisten Platten verkauft. Ich habe mehr Platten in der UdSSR verkauft als die Beatles. Boah. Und also ich habe so, also alle Leute, bevor ich in die UdSSR gegangen bin, haben mich gewarnt. Die haben gesagt, also da laufen die Kakerlaken rum und nimm dein eigenes Toilettenpapier mit und wer weiß, was für ein Quatsch alles. Also die Hotels sind lange nicht so schlecht, wie man glaubt. Und ich meine, diese Leute sind sowas von begeisterungsfähig. Mhm. Das kann man sich also hier in Deutschland, also alles so ein bisschen cool und so, ist ja angesagt. Ne? Die Leute stehen da, schreien, toben, lachen, weinen. Und da ist man total, also das, ich war total erschüttert. Also also was bedeutet denn diese Auszeichnung? Für mich. Ja, nee, was heißt das in der Sowjetunion, Held der russischen Jugend? Ja, das ist irgendwie, ja, dass bin ich da wohl irgendwie so ein Vorbild. Mhm. Also ich meine, ich habe mir das nicht selber ausgesucht, aber es ist eben so, ich meine, das kennt man einfach in Deutschland nicht mehr. Gibt es denn eine richtig schicke Medaille für? Haben Sie da irgend so einen Orden zum Anheften? Ja, der Orden, ja, ich habe einen Orden auch bekommen. Haben Sie aber nicht, oder? Wie wird der verliehen? Also ich habe nicht nur einen Orden gekriegt, sondern ein paar mehr. Aber wie wird er denn verliehen? Ich bin noch ganz neugierig auf diesen Orden. Ja, da kommt dann so ein Kulturmensch und so, auch mit vielen Orden. Also da sah ich dann ganz mickrig aus mit meinem einen Orden. Rühren Sie irgendwo die russische Seele an? Ja, das muss so sein. Also meine Oma kommt irgendwie aus Russland und vielleicht also gibt es da irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Geht das denn so weit, dass man jetzt in Moskau Jugendliche blaue Jeans, schwarze Jacke und so im Äußeren versuchen, Dieter Bohlen nachzueifern? Ja, das ist so ein bisschen so, aber weniger. Also es ist eben so, ich meine, ich habe das eben auch gemerkt, also ich weiß nicht, ob das an der Perestroika liegt oder was, aber das, ich kenne es ja nicht von früher, aber wir konnten da machen, was wir wollten. Also ich bin der Erste, glaube ich, der auf dem Roten Platz gesungen hat und ich habe da vom Lenin-Mausoleum gesungen. Da, ich meine, das ist auch schon ein bisschen komisch. Ich meine, die stehen da, da liegt irgendwie ihr super Idol da irgendwie begraben oder was und ich singe da irgendwie Happy Musik direkt vor seinem Grab oder so. Die sind irgendwie witzig drauf, finde ich. Also weil wir waren da zum Beispiel. Wir waren da im russischen Museum und da liegen dann so, so Ohren und alles Mögliche und Lenin und so ohne Ende. Und nee, die hatten nur einen, das kann nicht sein. Und auf einmal hören wir so eine Musik. Also irgendwie kommt das bekannt vor. Und da war hinten im Museum eine riesen Leinwand aufgespannt und da lief ein Video von mir mit meiner Musik. Das läuft ja den ganzen Tag und merkwürdigerweise ein Video, das von einem Titel Under My Skin hieß der. Dieses Video war in Deutschland gesperrt, weil da so ziemlich nackte Frauen in dem Video rumlaufen. Das läuft da im Museum in Moskau. Pavel Kohut, ich habe gerade beobachtet, ich glaube, die Kamera hatte diese Situation nicht. Sie nahmen ihre Brille aus dem Jackett, setzten sie kurz auf und musterten die Jacke von Dieter Bohlen. Hat es sie jetzt völlig zerrissen? Oder? Nein, ich wollte wissen, was das für ein Orden ist. Ach, das habe ich Orden das ist, nur so. Ja. Ist er das denn? Nein. Ja, wo ist der Orden? Für was ist der denn? Das ist nur so. Ach, nur so Dekoration. Der ist dran geblieben, aus Versehen. Sie sind für mich immer eine Überraschung, kurz, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar insofern Überraschung, dass Sie jetzt mit der Sowjetunion, empfinde ich schlichtweg als Hammer, aber auf der anderen Seite eben auch jemand sind, der so die harte Sprache schätzt. Es hat mich umgehauen. Sie bekommen ja 1000 Angebote, Leute zu produzieren. Da haben Sie zum Beispiel von Kim Carnes gesagt, eine sehr bekannte Sängerin, die hat eine schöne Stimme, aber die sieht aus wie ein Mülleimer, das mache ich nicht. Dieter, das müssen Sie mir erklären. Na, da gibt es nichts für. Also ich meine, Sie sind so.
Nee, das ist so rein subjektiv. Also ich will den Leuten auch nicht wehtun. Also, aber nee, wenn Sie das also sagen, die sieht aus wie ein Mülleimer. Sagen wir mal, wenn Sie das... Ja, es ist bei mir immer so, also bei mir, also manchmal sollte man vielleicht auch über einen Satz mehr nachdenken oder so. Aber bei mir kommt das manchmal so eben aus dem Bauch und so. Und wenn mich dann jemand fragt, warum machst du die jetzt nicht oder so, dann muss ich ja den Grund sagen. Und ja, der Grund ist, dass sie hässlich ist wie Mülleimer. Und ich meine, also ich meine, okay, das muss jeder selber ihm beurteilen. Ja. Ne? Sind Sie denn der Produzent, der sagt, etwas Stimme muss da sein, vielleicht auch ein bisschen mehr? Ich bezweifle auch, dass alle Stimme haben, die Sie produzieren, und dann muss der Mensch da top aussehen, ist es das? Na, top aussehen nicht, aber das muss so einigermaßen erträglich sein. Einigermaßen. Dieter, wir haben einen Videoclip aus Ihren neuen Produktionen. Da gibt es nämlich noch so einen Punkt, der mich umhaut. Das ist, Sie haben jetzt Ihre Schallplatten von Blue System irgendwie mit Blattgold versehen. Können wir das dann auch noch klären? Dann kann ich in Ruhe schlafen heute. Da gibt's ja Blattgold. Nee. Also ich kenne nur unseren Walter Scheel, der hat das mal gegessen auf seiner Hochzeit, und Sie kleben das auf Platten, oder? Nee, das sieht, Gold gedruckt sieht immer schlecht aus. Ja. Also als Farbe. Ja. Und deshalb hat die Schallplattenfirma gesagt, das war nicht meine Entscheidung, dass wir da Blattgold drauf kleben. Oh, ist das jetzt teurer? Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, 18 Pfennig. Pro 18 Platte. Pfennig für eine gute Sache.